Da sind wir direkt beim Thema. Wir sind alle Hosts, weil ein Host, ne, das heißt Gastgeber auf Deutsch. Gastgeber. Und der Kurs sagt uns ja auf vielen Seiten, dass wir die Gastgeber Gottes sind. Und da können wir uns gleich mal fragen, was für Gastgeber wir denn sind. So ganz neugierig und mit Staunen natürlich, ja. Was bist du für ein Gastgeber? Ein wahrer Gastgeber macht die Tür auf. Und ja, dann ist es die Frage, zeige ich dem Gast sein Zimmer und vielleicht noch das Bad und führe ihn in die Küche und mache den Kühlschrank auf und sage, hier ist dein Regal, hier kannst du deine Sachen hinstellen. Und das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Aber da geht noch mehr. Da geht noch viel mehr. Kann ich auch sagen, mi casa, tu casa, mein Haus, dein Haus, mein Tempel, dein Tempel? Und zeige ich ihm dann auch den Keller, den Dachboden und die Zimmer, die unaufgeräumt sind? Hat er auch vollen Zutritt zu meinem Schlafzimmer, zu meinem ganz privaten Kämmerlein, das dann nicht mehr privat ist? Und da können wir alle uns nur selbst fragen, inwiefern wir das Göttliche, den göttlichen Funken, der in Wahrheit alles ist, der in Wahrheit das Feuer ist, durch das wir brennen, durch das wir existieren, durch das wir leben, durch das wir inspiriert sind, in Gott hinein inspiriert sind. Was für ein Gastgeber bin ich? Und geht da noch mehr? Geht da vielleicht jetzt und heute mehr? Kann ich es wagen, auch die letzte Kammer, von der ich geschworen habe, dass ich die niemals irgendjemandem zeigen kann und darf und will, kann ich vielleicht zumindest mal ganz neugierig forschen, ob es da in mir eine Bereitschaft gibt, jetzt und hier, nicht hier im Verstand. Da haben wir schon lange Ja gesagt. Aber hier, hier, unsere letzte Herzenskammer zu öffnen und Gott, dieses Gott, dieses vollkommen unpersönliche, bedingungslos liebende Gott, vollständig unser Herz bluten zu lassen. Ich habe vor kurzem erfahren, dass es im Herzen eine fünfte Kammer geben soll, die wohl auch von Ärzten bei Operationen so gut wie nie angetastet wird, weil das etwas sehr, also selbst für die Ärzte wohl etwas sehr Mysteriöses ist. Und viele sagen dazu auch die Gotteskammer. Vielleicht ist das die Kammer, die nur darauf wartet, dass ich Gott auch da reinlasse. Und mit diesen zwei Worten Liebe akzeptieren, ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und eigentlich sind selbst diese zwei Worte schon zu viel. Denn sind nicht Lieben und Akzeptieren exakt das Gleiche? Akzeptanz ist Bedingungslosigkeit. Und das ist, was Gott ist. Und es ist
eine Tatsache. Liebe ist eine Tatsache. Und was machen wir mit Tatsachen? Uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren, oder? Alles andere wäre doch irgendwie unvernünftig, oder? Das wäre wie mit der Schwerkraft, wenn ich sage, also Leute, für mich gilt die Schwerkraft nicht. Nee, für mich nicht. Ja, ihr könnt alle so tun, als würde die Schwerkraft für euch gelten. Für mich gilt sie nicht. Ich fühle mich nicht würdig, von der Schwerkraft vollkommen gleich behandelt zu werden wie alle anderen. Ich bin es nicht wert. Nein, die Schwerkraft kann für mich nicht wirken. Ja, ich bin viel zu unwürdig, ich bin viel zu schuldig. Ich habe mich gegen die Schwerkraft versündigt und das kann ich nie wieder gut machen. Also nein, ich verweigere mich der Schwerkraft, ich akzeptiere sie nicht. Was sagt wohl die Schwerkraft dazu? Was sagt wohl die Schwerkraft dazu? Oder was sagt die Sonne dazu? Wenn ich sage, also für mich gilt die Sonne nicht. Nein, für mich scheint sie nur ganz spärlich ab und zu. Ich bin nicht dessen würdig, dass die Sonne für mich genauso scheint wie für alle anderen. Und der da, der ist auch nicht würdig. Der ist es auch nicht wert, dass die Sonne gleich auf ihn scheint. Ja? Und für den gilt die Schwerkraft auch nicht ganz. Ja? Und das ist das, was wir mit Gott tun. Das ist der Punkt, ja, über den wir alle mal herzlich lachen können, jetzt, weil das ist das Einzige, was uns hier fehlt, das Lachen darüber. Wir haben uns gesagt, ja, nicht wie Gott, der hat gelacht und alles war gut, ja, aber wir haben gesagt, nee, stopp, nicht lachen. Weil sonst können wir das ja nicht erfahren, wie das ist, etwas Unmögliches zu erfahren, ja, in der Schwerkraft zu sein und zu glauben, ich bin es nicht, ja. Okay, jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich so tun, als sei das wahr und ich darf auf gar keinen Fall lachen, todernst sein, ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Todernst sein. Und diese Idee, diese abgegrenzte Idee, für wahrnehmen. Wow. Und wisst ihr was? Diese Fähigkeit habe ich. Ich habe die Fähigkeit, etwas voll und ganz als wahr zu akzeptieren. Warum? Weil ich von Akzeptanz abstamme. Von Gott, der pure Erlaubnis ist und uns die Fähigkeit zum Akzeptieren vollständig vererbt hat. Und was machen wir damit? Wir wenden sie einfach auf eine Illusion an, unsere Gottesmacht. Das ist alles, aber wir haben diese Macht weiterhin in uns und das ist die frohe Botschaft. Wir können genauso, wie wir in Zeit und Raum Schuld akzeptiert haben, mit dem gleichen Mechanismus können wir unsere Unschuld akzeptieren. Und du bist eingeladen, genau jetzt mit dem Herzen und deinem ganzen Sein nur für einen kleinen Moment, es geht immer nur um den Augenblick, die Tatsache in dir selbst zu akzeptieren, dass die bedingungslose Liebe weiterhin schon immer und immer noch für dich gilt. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Ja, dieses Gültigsein gerne auf alle in deinem Geiste anwenden, die dir jetzt in den Sinn kommen. Denn es stimmt ohnehin
mit oder ohne meine persönliche Zustimmung. Gott ist. Und das ist das Schöne. Ich brauche nur noch zu akzeptieren, was bereits von Gott akzeptiert ist. Wir müssen gar nicht jede einzelne Situation im Leben akzeptieren, ne? So wie es manchmal auch im spirituellen Kreisen heißt, akzeptiere einfach alles, wie es ist. Es geht sogar noch einfacher. Es ist bereits akzeptiert. Ich brauche nur noch zu akzeptieren, dass Gott bereits alles akzeptiert hat. Und alles, was unwahr war, in sich eingeladen hat und es sich vollkommen aufgelöst hat in der Wahrheit. Die totale Akzeptanz, die bedingungslose Liebe ist bereits vollbracht. Es geht tatsächlich nur noch darum, sich hinzugeben der Tatsache, dass alles bereits vollkommen bedingungslos erlaubt und angenommen ist und ich nur noch annehmen muss, darf und kann, dass es bereits akzeptiert ist und ich mich dem nicht zu verweigern brauche.